Zugleich wissen wir, dass es nicht nur um die Frage der Energieversorgung geht, sondern auch um die Preise. Deshalb werden wir nicht nur hier aus dieser Diskussion, sondern auch aus all den Debatten, die wir in diesen Tagen führen, Entscheidungen ableiten, die dazu beitragen sollen, dass die Preise nicht durch die Decke schießen und dass wir gleichzeitig die Bürgerinnen und Bürger entlasten können. Parallel zu den Gesprächen hier, aber auch noch in den nächsten Tagen wird es darum gehen, ganz sorgfältig ein sehr präzises, ein sehr maßgeschneidertes Entlastungspaket für die Bürgerinnen und Bürger zu entwickeln und damit dazu beizutragen, dass die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, aber auch die Unternehmen diese schwierige Zeit gut durchstehen können, sodass wir nicht nur eine ausreichende Versorgung mit Energie haben, sondern auch ein wirtschaftliches und soziales Umfeld, das für alle Bürgerinnen und Bürger und für die Unternehmen gute Perspektiven beinhaltet, auch wenn die Zeiten schwer sind. Und diese Arbeit werden wir bald abschließen.